Kaldenkirchen ist ein Stadtteil von Nettetal und liegt im Kreis Viersen an der deutsch-niederländischen Grenze. Die älteste Urkunde, in der der Ortsname Kaldenkirchen erwähnt wird, stammt aus dem Jahr 1206. Einige Kaldenkirchner gehörten zu den 13 deutschen Quäker- und Mennonitenfamilien, die 1683 aus Krefeld aufbrachen und mit dem Schiff Concord nach Philadelphia auswanderten. Dort ließen sie sich in der neu gegründeten Stadt Germantown nieder. Durch das Schul- und Pfarrhaus war die 1672 erbaute evangelische Hofkirche von der Straße abgeschirmt. An der Kirchenmauer sind Grabplatten teilweise auch in niederländischer Sprache befestigt. Die jetzige neugotische Kirchenhalle der katholischen Pfarrkirche St. Clemens wurde von 1893 bis 1897 gebaut. Sie enthält immer noch einige Teile aus der Vorgängerkirche. Der Turm ist 59 Meter hoch und wurde im späten 15. Jahrhundert errichtet. In Kaldenkirchen gab es eine bedeutende Tabak- und Zigarrenindustrie. Schon 1804 wurde eine erste Tabakfabrik in Betrieb genommen. 1921 beschäftigte die Tabakindustrie über 1200 Arbeitnehmer. Das waren ungefähr 65% der arbeitenden Bevölkerung. Im Sommer 1947 zerstörte ein großer Brand den Kaldenkirchner Grenzwald fast vollständig. Der Grenzwald enthält mehrere Naturschutzgebiete. Es gibt vereinzelt auch einige Moor- und Sumpfbezirke. Der Boden ist nährstoffarm und besteht meist aus Sand. Auch Ton kommt hier vor. Der Ton wurde in der Vergangenheit von der örtlichen Dachziegelindustrie abgebaut. Der Grenzwald ist heute Naherholungs- und Naturschutzgebiet. Der Premium-Wanderweg Galgenwenn wurde 2016 zum zweitschönsten Wanderweg Deutschlands gewählt. Die Sequoia-Farm Kaldenkirchen ist ca. 3,6 Hektar groß. Hier fand bis Mitte des 20. Jahrhunderts die erste systematische Anzucht der Mammutbäume in Europa statt. Das Arboretum gehört seit 2013 dem gemeinnützigen Verein Sequoia Farm e.V. und kann von April bis Oktober besichtigt werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.